Recht herzlich willkommen zur 103. Folge von Simotrans. Ja, wir sagten, wir müssen uns hier nochmal den Dingens angucken, den Stadtverkehr von Floto. Hier ist nichts los. Achso, die Wechselbushaltestelle war auch hier, ne? Genau, da gucken wir mal gerade in Details. Stadtbus Floto, Fernbus Sandhausen Floto und Fernbus Floto Waldeck. Das ist die richtige Haltestelle. Wir haben 374 Passagiere hier warten. Untere Ländle. Und wie heißt denn der Hafen da hinten? Schmiedehafen. Waldeck. Wo ist hier der Schmiedehafen? Über Sonderhausen. Untere Ländle. Über Waldeck. Über Waldeck-Lilienstraße, Sonderhausen. Nee, da ist jetzt keiner. Das kann doch nicht sein, oder? Kann doch nicht sein, dass da einer ist, der jetzt nicht zum Dingens will. Wie heißt es? Zum Hafen will. 290 über Sonderhausen. Über Waldeck. Über Waldeck. Naja, dann ist es halt so, ne? Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. 1200 warten. Über Floto E-Vorweg. Wow. Das ist eine Hausnummer. Gut, dann müssen wir mal gucken, wo fahren die denn jetzt hin? Das ist Stadtbus Floto. Das ist Waldeck. Der hat einen eigenen Fahrplan, ne? Genau, der war das. Der fährt nur. Ne, was ist das denn jetzt? Ne, passt schon, ne? Stadtbus Floto und der ist die eigene Linie. Der bringt definitiv die Fahrgäste von dort. Ne, bringt er nicht. Der fährt ja doch irgendwo anders hin. Fahrplan. Wo fährt er hin? Stopp. Wo ist denn der? Ach, das ist noch ein ganz anderer. Okay, der bringt hier noch die Geschichte da, macht er noch hier leer, ne? Ich glaube da, oder? Dreiundachtzig, 322. Hier sind fast keine Leute mehr unterwegs. Jetzt haben wir gerade Details. Fernbus, ja. Das läuft. Und das bauen wir noch ab. Das waren die 323, ne? Genau. Lass mal gerade ein bisschen schneller laufen, bis der kommt. 321. Und der hier. Flotter E-Vorweg, okay. Jetzt fährt er wieder zurück. Hat 68 dabei. 299, okay. Ne, den wollte ich hier gar nicht, das ist ja Quatsch. Das wollte ich in da Details. Fernbus Floto Waldeck. Passt. Und hier. Einzelfahrzeug, alles klar. So. Jetzt müssen wir nur da nochmal gucken. Irgendwas ist ja hier jetzt noch zu tun. Da ist ein Stadtbus. Nochmal Stadtbus. Was macht er jetzt hier? Der fährt runter. Aber das ist auch ein Stadtbus, ne? Genau. Das heißt, die müssen erstmal ausgemustert werden, oder?
Mit den 68er hier. Puh. Lass mal laufen. Das ist Stadtbus, ne? Ne, Fernbus Flotte Waldeck ist das. Der fährt mit zwei Leuten da durch die Gegend. Okay. Und das ist die eigene Linie, ne? Ja. Und jetzt hat er 16 an Bord. Folgen wir mal und lassen mal schneller laufen. Stopp mal. 225, okay. Lassen wir nochmal schneller laufen. Keinen nimmt er mit, das ist gut. 175 wird auch gleich leer. 24 mit, alles gut. Waldeck-Rabengasse. Und Floto. 106, 119. Zwei Touren noch, dann haben wir das, oder? Nicht wirklich. Das Problem ist, solange da der fährt, wird da auch wieder zugestellt, ne? Der bringt ja immer noch welche. So, jetzt läuft's. So, warte mal, machen wir Pause. Der ist jetzt weggefahren. Und die gehen alle nach Waldeck. Das heißt, er ist jetzt da unterwegs und kriegt jetzt einen neuen Fahrplan. Waldeck ist jetzt raus. Und der fährt jetzt Hafenstrecke wollte ich machen, genau so ist es. Gut, passt. Die Bushaltestelle dürfte jetzt auch keine mehr nach Floto kriegen in dem Sinne. Pause raus. Da unten sind nur noch Waldecker. Zur Schmiede und voll fährt er immer jetzt zurück. Und natürlich auch hin und her. Okay, er fährt jetzt nur in einer Richtung Geld, die andere nicht. Wohl ab und zu hat er auch die. Gut. Dann würde ich sagen, ist das erstmal top. Hier sind nur noch Waldecker unterwegs, das hat dann geklappt. Falsches Kästchen da oben, nicht das Fahrradzeichen, sondern das X wollte ich haben. Hier haben wir jetzt reichlich die über EVW woanders hin wollen. Naja. Das ist erstmal so. Und das baut er auch erstmal ab. Aber das wird viel, viel länger dauern wie das andere, obwohl die Strecke war vielleicht auch länger, ne? So, jetzt müsste man mal gucken, wie weit die sind. Also er fährt jetzt mit 40 Passagieren durch die Gegend, ne? Und der da steht. Hätte jetzt hier nur eine Wartezeit, ne? Weil er niemanden da drin hat. Okay, der untere hat 7 jetzt aufgenommen. Na, jetzt waren die direkt den Mann. Naja, das ist natürlich auch blöd, ne?
Ja, der ist voll. Der obere nicht. Gucken, ob der obere dann voll wird. Jupp. Ja, der untere ist jetzt voll. Jetzt wird da unten noch die zwei Haltestellen angefahren. Eine. Jetzt geht's zum Hafen, oder? Da wird auch definitiv genug mitgenommen wieder, ne? Muss der da oben noch 54.000? Macht er. Gut, und die gehen alle zum Efeu-Weg. Wo ist mein Zeiger da oben? Ja, die bringen jetzt auch alles nix. Ja, 17 da unten auch, 12. Und dann ist er voll. Ja, super. Macht er jetzt nicht so wirklich viel. Die müssen reichlich stehen. Jo. Hammer, oder? Sonderhausen. Ach so, ja, wir wollten vielleicht mal, sollten vielleicht mal gucken. Fernbusse sind passend. Warum stehen hier noch so viel? Ist ja schon offen. Hier fährt aber keiner mehr. Außer der Stadtbus halt, ne? Dann sollten wir vielleicht den Sonderbus, den wir haben, ist das der? Ne, der gehört zur Stadtbuslinie. Dann ist es der. Der muss dann eine andere Linie kriegen. Die lassen wir gerade noch abladen. So, Fahrplan ändern. Efeu-Weg kommt BECH. Löschen wir. Und dann setzen wir den da hinzu, ne? Und auf geht's. Weil da sitzen die Tausende von Leuten. Also hier. So, der ist voll, läuft. Jetzt müssen wir die 3000er abbauen, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, ob der dann in Floto was am Hafen was mitnimmt oder nicht, ne? Nee, jetzt nimmt er keine mehr mit. Ja, gut. Dann ist das erstmal so. Dann soll er das mal leer räumen und wenn er das leer geräumt hat, dann müssen wir ihn umschwenken hier drauf, dass er da hin und her fährt. Ist halt so, ne? Oder? Vielleicht sollten wir ihn nochmal ändern. Jetzt hat er nämlich... Doch, er hatte welche drin, ne? Okay. Ach so, ja klar, da welche drin. In die andere Richtung ist ja auch die Leerfahrt, ne? Genau so ist es.
Dann müssen wir da die Fahrpläne ändern. Und zwar einfügen den Schmiede, Efeuweg, Platinweg. So soll's laufen. Verfolgen. Okay, er baut da jetzt noch welche ab. Ah, jetzt hat er mal 0 gehabt. Alles klar, dann läuft das auch. Gut. Zurück immer 68. Dann da die geholt. Ja, jetzt passt's. Das läuft ganz gut. Okay, dann sind wir da am Abarbeiten überall. Und naja, gucken, dass es passend leer wird. Aber hier sieht man schon 2,5. Ist ja schon mal besser geworden, ne? Gut, Stadtbus ist auch noch da. Das heißt, wir müssen Floto nächstes Mal nochmal reingucken, ob das noch weiter rund läuft. Aber sollte so sein, ne? Oh, hier stehen noch 11, die keiner mitgenommen hat. Das ist schon mal schlecht. Da stehen 33. Ja, sind viel los, viel unterwegs in Floto, oder wie sehe ich das? Da ist mal nichts zum Stehen. Das waren die ganz vielen Tausenden, ja. Und hier unten stehen 4. Hier sind natürlich auch noch 2000, ne? Die gehen nach Sonderhausen und nach Waldeck. Da müssen wir gucken, ob wir da mehr Leute brauchen, ne? Ist das die Wechselbushaltestelle? Ja, ne? Die sollen nach Waldeck, ne? Ja, ist so. Ich glaube, wir müssen nächstes Mal noch ein paar Busse mehr draufsetzen hier. Dieser hier zum Beispiel, der braucht noch einen weiteren Fernbus, der noch weitere Leute nimmt. Das müssen wir bei uns in der nächsten Folge angucken. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.